Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind beim letzten Mal ganz genau hier stehen geblieben. Wir werden uns jetzt wieder zum Deku-Kind zurückverwandeln und werden dann mal mit der Prinzessin der Dekus wieder in den Palast gehen. Und naja, dann schauen wir mal. Nicht wundern, ich klinge vielleicht noch ein bisschen ja von der Stimme her angeschlagen oder ähnliches. Es ist relativ früh am Heiligabend gerade, wo ich hier diese Aufnahme mache. Ich muss aber noch 2 Folgen aufnehmen für den Sonntag und für den Montag, damit ich dann Montag wieder weiter produzieren kann. Und da muss ich mich mal ein bisschen zusammenreißen, dass ich mal wirklich ein bisschen vorproduziere. Aber gut, reden wir mit denen nochmal. Dies ist der Regentenpalast des Deku-Reichs. Zutritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unser König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal, betritt aber auf keinen Fall andere Bereiche. Wir wollen ja eigentlich auch nur noch in den Thronsaal. Was ist das für ein Link? Okay. Dieser Gegenstand zeigt hier keine Wirkung. Ach du. Und wo ist denn der Vater da oben? Dann gehen wir mal zu dem. Dann zeigen wir dem den mal. Ja, das geht. Klar, die passt auch einfach so in die Flasche. Oh, meine Tochter. Meine geliebte Tochter. Geht es dir auch gut? Ich war so in Sorge. Uff, echt. Dummer Vater. Was macht ihr hier? Lasst den Affen auf der Stelle frei! Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid, aber mein Vater neigt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben und vergessen. Aber was ist mit dem Tempel? Dank Sir Link ging alles noch einmal gut. Man nennt dich also Link. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Die Rückkehr der Deko-Prinzessin. Du hast die Deko-Prinzessin zum Palast gebracht. Der Butler scheint ein Geschenk für dich zu haben. Geh zum Schrein vor dem Palast. Oh, jetzt muss ich mich mal ganz kurz kratzen. Besser. Du hast die Deko-Prinzessin in den Palast zurückgebracht. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Im Schrein vor dem Palast. Na gut, wir können aber noch ganz hinten nochmal mit dem reden, oder? Es ist ein Fehler von mir, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Das ist mir nun endgültig klar geworden. Merkwürdiger Reisender, es gibt nicht viel, was ich für dich tun kann. Bitte ruhe dich aus, bevor du wieder gehst. Und was sagt sie? Ich glaube, unser Butler mag dich wirklich sehr, Link. Er hat gesagt, er wartet im Schrein rechts des Palastausgangs auf dich. Niemals werde ich vergessen, was du für uns getan hast. Aber bitte verzeih mir, wenn ich es vorziehe, nie wieder in dieser engen Flasche zu reisen. Ja, das kann ich dir nicht verdenken. Link, ich muss mich für all den Ärger entschuldigen. Es sieht so aus, als wären unsere beiden Völker wieder friedlich vereint. Zwar ist der Sumpf nun wieder in Ordnung, aber trotzdem habe ich eine böse Vorahnung. Ich frage mich, woher das kommt. Ja. Mikrofon nochmal festdrehen hier. Wer weiß. Nun gut, also am Palastausgang im Schrein rechts. Dann gehen wir mal rechts gucken. Dann würde ich ja den hier sehen, ne? Ist das hier der Schrein rechts. Was meinen die denn jetzt dann hier? Ich meine wohl kaum die Dinger, oder?
Der Butler wartet da. Inneren Palastgarten im Schrein rechts. Also ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, wo wir genau hin müssen, um ehrlich zu sein. Meinen die wirklich hier den Palastgarten oder meinen die was anderes? Muss ich mich hier wirklich jetzt nochmal durchschleichen? Aber ich wüsste gar nicht, wohin. Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, ob die uns jetzt noch was tun, wenn die uns sehen. Okay, machen sie. Aber was meinen die denn mit Schreien rechts? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, was die genau meinen. Das ist der Thronsaal. Können wir nochmal mit ihr reden? Ich glaube, unser Butler mag dich wirklich sehr, Sir Link. Er hat gesagt, er wartet im Schrein rechts des Palastausgangs auf dich. Im Schrein rechts? Schrein rechts. Des Palastausgangs. Aber das hier ist doch der Palast. Moment, im Schrein rechts. Okay, ich glaube, dann müssen wir hier... Warte mal. Deku-Schrein, alles klar. Okay, da müssen wir hin. Hat sich also gerade aufgelöst. Ja, genau. Und wir schaffen es natürlich mal wieder nicht. Mehr als springen können wir ja nicht. Ah, schön. Ah, stimmt. Die Viecher, die hier vorher in dem giftigen Wasser drin waren, die sind ja jetzt auch nicht mehr da. Wobei, wir müssten das wahrscheinlich gar nicht so machen. Oh, da leckt es wieder ein wenig. Keine Ahnung, woran das liegt, dass das manchmal so leckt. Ich bin ansonsten mit der Capture Card bin ich wirklich sehr zufrieden. Ach, nee, ne? Okay, wir machen das anders. Da wir jetzt da durchschwimmen können, schwimmen wir mit Link jetzt einfach darüber. Im Übrigen würde mich auch nochmal interessieren, einer der Zuschauer hatte ja mal reingeschrieben, dass er die 3DS-Version aufgrund der vielen Änderungen nicht so mag. Ich persönlich finde sie halt ganz nett, weil sie flüssiger läuft. Weil die ja stabil mit 30 FPS läuft, abgesehen davon, wenn halt die Capture Card mal kurz ruckelt. Ich kann übrigens allen nur empfehlen, die eine Capture Card suchen für den 3DS. Schaut mal, ob Merky noch welche hat. Ich glaube, der hat noch welche mit Controller-Kit zusammen. Ich werde trotzdem mal sicherheitshalber die Maske wieder anziehen. Bevor wir jetzt mit ihm reden. Link, hab Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deku etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Ich werde euch dorthin führen. Bitte folgt mir. Okay. Links. Links. Das ist schon ein bisschen unfair, ne? Ich hoffe, wir sind noch richtig. Ja, sind wir. Das habe ich jetzt gerade nur durch den Sound gemacht. Oh Gott. Gut, dass die nicht schießen auf uns. Wahrscheinlich wäre es mit den Hasenohren in der normalen Variante einfacher, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob wir das dürfen.
Daher müssen wir uns jetzt damit begnügen, wie es jetzt ist. Sei es durch Glück oder Ähnliches, habe ich ja bisher doch den richtigen Weg gefunden. Aber wenn mein Daumen gerade auf dem Schiebepad ein bisschen unglücklich liegt... Ach Gott. Ach Gott. Okay, jetzt sehen wir natürlich gar nichts mehr. Oh Gott. Aua. Lauf. Okay, der blöde Typ wartet zwischendurch wenigstens mal. Hier lang. Vom Sound her würde ich das zumindest sagen. Boah. Alter, haben wir ein Schwein. Oh Gott, da müssen wir einen Schalter aktivieren, garantiert. So. Vielleicht hätten wir das auch als Deko machen können. Sicher bin ich mir gerade nicht, aber so ist das einfacher. Moment, können wir nicht... die Maske aufziehen? Ah, so kriegen wir es wieder aufgeholt. Wir ziehen trotzdem sicherheitshalber die Maske gerade mal wieder auf. Ich will, wie gesagt, nicht riskieren, dass wir das nicht schaffen. Gut gemacht, Link. Hier ist die Belohnung, die wir versprachen. Bitte nehmt sie an. Wir kriegen die Maske der Düfte. Diese Maske erhöht dein nasales Feingefühl. Setzt du sie auf, verstärkt sich deine olfaktorische Wahrnehmung. Schniff, schniff. Deiner Nase kann nun nichts mehr entgehen. Wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der vor Jahren von zu Hause weggelaufen ist. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch trotz meines Alters noch ein wenig zu hart herausgefordert. Bitte vergebt meine Unhöflichkeit. Tretet in das Licht, um diesen Ort zu verlassen. Ich hoffe, ich werde euch einmal wiedersehen. Lebt wohl, Link. Wettlauf mit dem Deko-Butler. Du hast bis zum Ende mit dem Deko-Butler mitgehalten und dafür die Maske der Düfte erhalten. Können wir mit dem auch sprechen, wenn wir die Maske nochmal abgesetzt haben? Oder haben wir dann echt Probleme? Wenn ich euch betrachte... Okay, ne, er sagt dasselbe dann nochmal. Okay. Aber er verbeugt sich schön. Gut, dann können wir hier raus. Haben eine neue Maske. Wir haben den ersten Tempel erledigt. Wunderbar. So, hier wissen wir ja, dass wir durchschwimmen können. Ich glaube, dann haben wir eigentlich jetzt hier fürs Erste in dem Deko-Palast alles geschafft, was wir schaffen müssen. Cool. So, was würden wir denn dann als nächstes machen können? Erstmal kommen wir hier eigentlich jetzt auch als... Wir kommen jetzt hier auch als Nicht-Deko rein. Gut zu wissen. Ich glaube, wir porten uns jetzt erstmal... Ups, wieder zurück. Und zwar mit dem Lied hier. Ich hatte sogar noch grob im Kopf, aber naja... Okay, einmal zurück nach Unruhstadt. Denn dort können wir die Rubinen nochmal einzahlen, die wir derzeit haben. Das sind ja 126 Stück, die haben wir dann auch schon mal wieder quitt. Was ist los? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Entschuldige bitte, aber lass mich einen Blick auf dich werfen.
Ah, genau, Link. Du bist doch der kleine Kerl, der 181 Rubine deponiert hat. Was kann ich heute für dich tun? Ich will einzahlen. Möchtest du etwas einzahlen? Wunderbar. Nun, wie viel? Alles. Was? Du willst wirklich so viel hinterlegen? Du scheinst ein reicher kleiner Kerl zu sein. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 307 Rubine. Oh, du hast bereits 200 Rubine gespart. Nun, dein kleiner Mann, hier die versprochene Prämie. Ein blauer Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 5 grüne Rubine, nicht übel. Das nennt man doch wohl Zinsen. Ja, dann können wir die auch eigentlich direkt wieder einzahlen. Möchtest du etwas einzahlen? Yep. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 312 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Werden wir dann mit Sicherheit tun. So, ich weiß gar nicht mehr, was man genau schnüffeln muss. Ich überlege, ob wir jetzt die Zeit schon mal wieder auf den ersten Tag zurückdrehen. Oder ob wir erstmal schauen... Ich glaube, wir schauen erstmal... Ob wir denn jetzt zu einem der anderen Tempel durchkommen, wenn ja der Tempel da erledigt ist quasi. Beziehungsweise wir sollten, glaube ich, nochmal in die Sümpfe zurück, oder? Die dürften jetzt nicht mehr giftig sein. Da porten wir nochmal eben, da fliegen wir nochmal eben. Hätten wir vielleicht direkt machen können, aber ich wollte, dass wir die Rubine auf jeden Fall in Sicherheit haben. Wir gehen dann so in die Sümpfe des Vergessens, yep. Gut, das mit dem Foto haben wir immer noch nicht gemacht. Müssten wir auch noch machen. Okay. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Und gucken mal, ob wir die irgendwas zu uns sagen. Ich sage es nur ungern, aber wenn du hier bist, um mir ein Bild zu zeigen, bist du leider zu spät. Ich habe gehört, dass es eine neue Attraktion bei der Bootstour geben soll. Geh doch mal zum Schalter und frag nach. Kuumes Bootsfahrtenbüro, derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie mal den Laden zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Ja. Gut, damit geht ja sowieso erstmal der eine Tag hier vorbei. Okay, haben wir das jetzt gerade kaputt gemacht, dass der das anzeigt hier? Ah ja. Dämmerung des letzten Tages, halb so wild. Wir gehen trotzdem mal kurz noch zum Magieladen durch. Jetzt, wo die Sümpfe ja wieder betretbar sind. Blödes Ding. Drauf geschissen, brauchen wir nicht. So, wir machen als erstes mal... Na, hoch mit dir. Ich weiß gar nicht, müssen wir die jetzt nochmal retten oder was? Oder ist die jetzt hier? Schauen wir mal. Bin im Wald und unterwegs. Kotake Inhaberin. Na gut, wir haben jetzt die Hasenmaske. Du mir folgen. So, genau. Mit der Maske können wir nämlich jetzt ziemlich easy an ihm dranbleiben. Es ist doch sehr angenehm. Ja, sie ist uns gerade mal egal. Wir müssen ja nur wissen, wo sie ist. Oh, aua, hilf mir.
Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eines übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kid hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen. Oh, wer hätte gedacht, dass es so etwas passieren würde? Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du, hast du denn nichts, was... nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Tatsächlich nicht, nein. Oh, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir, dass wir der guten Kuume nochmal helfen. Oh, Gubine haben wir auch schon wieder ein paar. Und dann können wir, glaube ich, mit der Maske, mit der wir schnüffeln können, können wir die Pilze, die sie braucht, suchen. Meine ich zumindest, dass das so war. Achso, die ist ja auch gerade unterwegs, ne? Vielleicht drehen wir auch tatsächlich den Tag nochmal zurück. Okay, wir laufen ihm nochmal hinterher. Ah komm, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis dahin, tschüss!